So, jetzt haben wir auch wieder ein bekanntes Gesicht, Professor Dr. Joe Gröbel. Ich grüße dich. Grüße wir dich. Kennen uns seit Jahren. Du bist ja auch ein stiller, heimlicher Bewunderer von mir. Natürlich, nicht nur heimlich. Ich schreie es in die Welt hinaus. Man sieht dich immer wieder im Fernsehen. Man sieht dich zu brisanten Themen. Du wirst als Medienexperte eingeladen. Was war denn das letzte Thema noch? Da hatte ich dich ganz kurz im Programm gesehen, aber habe leider nicht ganz schnell reagiert. Es gab mehrere. Also der Tod von Wolfgang Petersen, natürlich sehr wichtig, besonders für Hamburg und natürlich den Norden, ne, weil er hierher kommt. Und dann jetzt ganz neueste Aufreger ist im Moment, sind zwei Dinge. Das eine ist eher eine Petitesse, eine Kleinigkeit. Ja. Das sind die Tänze von Sanna Marin, der finnischen Ministerpräsidentin, wo dann ein Sturm im Wasserglas entsteht, weil eine junge Premierministerin mal ein bisschen über die Stränge schlägt. Ja. Also das kann man sich schenken. Aber man hat ja auch Vorbildsfunktion. Also deswegen musst du jetzt sagen, wo ist es noch politically correct? Ja, ich meine, wenn die jetzt nur am Feiern ist und man sieht sie nur noch... Nein, das ist natürlich so das Perfide. Ne? Die ist 24 Stunden am Tag gelebt sie. Genau. Und ich würde mal vermuten, dass sie mindestens 16 Stunden arbeitet. Und diesmal wurde sie 24 Stunden beim Feiern gefilmt. Genau, das wurde dann zusammengeschnitten, dass es dann plötzlich so aussah, als wären das 24 Stunden. Ernsthaft. Nein, ich bin schon der Meinung, ein Amt geht mit einer gewissen Würde einher. Ja. Nur Generationen ändern sich und da man ihr nicht wirklich hat nachweisen können und nicht mal nachsagen können, dass sie jetzt betrunken oder unter Koks oder was auch immer im Amt sich bewegt. Ich finde das viel weniger schlimm und peinlich vor allem als unzählige deutsche und auch viele andere internationale Politiker, die im Bratenrock immer unglaublich moralisch tun, dann aber versuchen, verzweifelt, aber mistig aussehen zu tanzen, um jugendnah zu sein und zum Beispiel dann in Wirklichkeit Alkoholexzesse haben, die viel schlimmer sind als das, was man jetzt ihr wirklich nachsagen kann. Also das war so ein bisschen eine Scheindebatte. Bist du dann immer der Anwalt sozusagen der Protagonisten oder sagst du auch mal, das war jetzt auch nicht in Ordnung? Ja, klar, dann, sag ich auch. Ja, sicher. Schlägt man also, so die Stränge also dann wenn Leute wirklich sich daneben benehmen im Sinne von, dass sie die Würde ihres Amtes wirklich untergraben, man muss ja noch immer noch die interkulturellen und internationalen. Also, wir wollen jetzt nicht über RBB reden, über Ämter Das habe ich auch getan. Das ist auch jetzt, kommentiert tatsächlich. Ja, sicher, das ist ziemlich intensiv sogar. Übrigens beim RBB selbst auch. Ja, Berlin-Brandenburg, die Einzugsberechtigung. Also, da muss man auch wieder unterscheiden, was sind jetzt persönliche oder auch innerhalb einer Anstalt, in dem Fall RBB, was sind da wirklich nicht mehr zu verzeihende Verfehlungen? Ja. Selbst wenn es juristisch gar nicht verboten sein sollte, es gibt bestimmte Dinge, die gehen nicht. Und eine Vetternwirtschaft und sich gegenseitig Pöstchen zuschieben und im Grunde noch Leute mit Hunderttausenden von Euro dafür zu bezahlen, damit sie irgendwie nicht arbeiten, sondern dann weiterhin, irgendwie den Mund halten und andere werden dann an die Stelle gesetzt, weil man die pushen will. Das sind alles Dinge, die gehen nicht. Vor allem, man redet ja von der Spitze des Eisbergs und man weiß ja auch, man spricht davon. Man spricht davon, nur dass man darüber spricht, wird natürlich, heißt noch nicht, dass es so ist. Ne? Also jetzt zu verallgemeinern und zu sagen, naja, das ist ganz typisch und alles die öffentliche Rechte, da würde ich aus eigener Erfahrung, weil ich kenne sehr viele Intendanten und sagen, Vorsicht, Vorsicht, so einfach ist das nun wieder nicht. Ne? Der letzte Aufreger, heute ganz aktuell, Winnetou-Verbot. Der kommt doch heute noch. Winnetou-Verbot. Genau. Ne? Also da fällt mir nun gar nichts mehr ein. Also dann müssten wir im Grunde anfangen, sofort alle Bücher zu verbieten, alle Bücher, die es gibt. Und dann gibt es auch keinen Karl-May-Festspiele mehr. Nein, nicht nur Winnetou, es gibt eigentlich... In Bad Segeberg. Wir reden ja dann nur über Winnetou, aber wer sich alles beleidigt fühlen müsste, weil in irgendeinem Buch irgendjemand mit irgendwelchen Eigenschaften alles beleidigt nicht mehr wurde. Correct, also das ist einfach, das geht einfach nicht. Irgendwann das fangen wir mit der Bücherverbrennung an. Genau, das ist das. Die werden dann natürlich nicht verbrannt, aber die werden dann verboten. Aber das ist ein Gesinnungsterror, der nicht geht und der treibt die Menschen in die rechte Ecke, wo sie eigentlich nicht hin sollen. Also das ist absurd. Und das nur bei einer Minderheit, meint, sie müsste überall... die selber sagen das ja zum großen Teil noch nicht mal. Es sind ja andere, die denen dann vorschreiben, ihr müsst euch jetzt beleidigt fühlen. Und die indigenen Völker sagen selbst, hallo, wir haben gar kein Problem damit. Und vor allem bei einem Thema, wo es um Freundschaft zwischen Kulturen geht. Völkerverständigung, also da fällt mir gar nichts mehr ein. Richtig. Also du wirst ja als mediale, sag ich mal, Eminenz konsultiert. Aber ich sag mal,
es würde dir doch ganz gut zu Gesicht stehen, wenn du auch im Rundfunkrat oder im Verwaltungsrat. Nee, danke. Oh, nein, ja, aber danke, ich meine, danke, dann wären wir doch ja, ganz auf der sicheren Seite. Nee, gar nicht. Also, weil ich mir wirklich nicht anmaße, all das, was an Kompromissen da nötig ist, ach so, auch was an, sagen wir mal, auch dann Abwägung und immer auch Interessenabwägung notwendig ist. Dann schlage ich dich hiermit als Interimsintendanten. Nee, vor. Nicht mal das. Vielen Dank. Also höchst bei deinem Sender, aber nicht, sonst aber bitte nicht. Ah, schau, hier kommen Menschen einfach über die... Ja, darf ich abschließend noch einen letzten Fragen ja, klar, zu deinen Projekten, Themen, die ja, du klar, jetzt in Zukunft begleitest. Ja. Gibt es da was Schönes, was du genau, am Ende kurz... Also ich arbeite im Moment mit Kollegen zusammen und Freunden und Kollegen. Das ist immer schön, wenn das beides zusammenkommt an zwei großen Buchprojekten. Ja. Das eine ist ein sehr, sehr großes Projekt. Ich bin sofort da. Wir sind gleich bei dir. Das eine ist ein wirklich großes Buchprojekt mit einem Freund und Kollegen zusammen über Nachhaltigkeit in der Wirtschaft. Also das redet jeder drüber, aber es geht sehr in die Tiefe. Genau. Auch die Psychologie der Nachhaltigkeit, dass wir alle uns wirklich irgendwie anstrengen müssen, auch mal deutlich jetzt nachhaltiger zu leben. Das ist mal nicht eine Sache, die man mal eben so daherredet. Muss auch Monitoring genau das, geben, ne? Muss genau auch das. Und das andere Buch ist eins großer Therapievergleiche international. Also ich mache einen großen Therapievergleich über Kulturen hinweg, in verschiedenen Kulturen, Psychotherapievergleiche. Das ist sehr spannend, weil das auch so an der Substanz von, sagen wir mal, so ganz unterschiedlichen Dingen ist, die Menschen heute umtreiben. Also wer ist depressiv, wer hat Burnout und. Bald ist der Deutsche Radiopreis. Ich hoffe, wir sehen uns dann auch bald wieder. Wahrscheinlich oder nicht, aber so. Auf einem anderen spannenden Event. Dann wollen wir aber die Fortsetzung auf jeden Fall bekommen. Und wir wollen uns ja sowieso nochmal zusammen. Das sowieso. Ich danke für deine Ausführungen, Professor Dr. Joe Gröbel, Autor, Medienexperte und eigentlich Freund des Hauses, dieses Hauses und dieses Mannes. Und von Movie Meets Media natürlich. Also auf dich. Danke. Alles gut. Prost. Danke. Prost.